Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly-Vlog. Der Tag beginnt, oder hat damit begonnen, dass ich leider verschlafen habe, was mir nie passiert. Ich stelle immer meinen Wecker und stehe akribisch auch um diese Uhrzeit auf, also nichts mit Snooze oder sonst was bei mir. Aber heute sollte eigentlich um 7:30 Uhr mein Wecker klingeln und ich habe gestern Abend einfach irgendwie in der Eile vergessen, den Wecker zu stellen. Ja, ich bin dann zum Glück um kurz nach 8 auch aufgewacht, aber mein Tagesablauf war dadurch dann dezent durcheinander. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich dann durch die Bude gerannt bin erstmal. Ich habe vor allem diese Woche noch sehr, sehr viel zu tun. Es ist jetzt gleich 2 Uhr und ich bin mit dem Drehen zu, sagen wir, 2/3 fertig. Ich habe noch 2 Videos, die ich gleich drehen möchte, die für euch für YouTube sind. Für meine Kunden habe ich schon alles fertig, deswegen kommt jetzt sozusagen der private Teil. Ja, und ich hoffe halt, dass ich dann morgen wieder normal in den Tag starten kann und nicht mit so einem Stress und so einer Hektik wie heute halt. Hey ihr Lieben, ich komme gerade vom Einkaufen, ich bin total platt. Sag mal, habt ihr das auch manchmal so, dass ihr einkaufen geht und danach völlig erledigt nach Hause kommt? Eigentlich ist Einkaufen für mich immer was Schönes. Ich gehe total gerne einkaufen. Aber ich war erst so um 3:30 heute einkaufen. Das war voll. Ich musste mich auch noch neu sortieren, weil bei uns im Aldi die Sachen halt alle umgeräumt sind. Und mir fällt es immer noch sehr schwer, mich da zurechtzufinden, und wenn ich mich halt nicht zurechtfinde und nicht genau weiß, wo was steht, bin ich schon maximal überfordert in dem Geschäft. Also seitdem der Aldi auch umgeräumt hat, habe ich echt keinen Spaß mehr am Einkaufen. Normalerweise liebe ich das, wie gesagt, echt total. Wie sieht es denn bei euch aus? Geht ihr gerne Lebensmittel einkaufen oder seid ihr froh, wenn ihr es erledigt habt? Wir machen das ja in der WG so, dass wir einen Wochenplan haben und rotieren sozusagen. Und diese Woche war ich halt dran mit dem Wocheneinkauf. Und da wir das immer montags machen, da wir jeden Tag ja auch frisch kochen, brauchen wir montags halt immer die ganzen Zutaten für die Woche. Oh, und ich bin so erledigt, aber der Tag war halt auch voll anstrengend. Ich habe irgendwie 5 Stunden fast gefilmt heute. Mir tut der Hals tierisch weh und ich werde jetzt einfach nur noch Essen machen und mich dann auf die Couch legen. So. Hi ihr Lieben, ich sitze in meinem Lesesessel, weil ich noch ein bisschen was für die Arbeit lesen muss. Und währenddessen rendert ein neues Video, die Carlsen-Neuzugänge nämlich. Ja, da habe ich super viel im Schnitt gesessen. Es ist jetzt gleich... Nein, es ist schon 3 Uhr. Ich dachte, es wäre erst 2. Okay, es ist gleich schon 3 Uhr. Heute ist ja auch der Patreon-Livestream. Da freue ich mich besonders drauf. Das ist so mein Tageshighlight, um 17 Uhr da mit den Patreons zu chatten und mich eine Stunde mit euch auszutauschen. Das wird super. Also falls ihr da Lust habt, irgendwie einzusteigen, dann schaut doch gerne mal auf www.patreon.com/liberiarium rein. Ab 2 Euro geht es auch schon los und könnt ihr teilnehmen jeden Monat. Würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn noch ein paar von euch dazukommen und wir noch größer werden. Yay! Ja, und heute ist so ein Tag, da war mir den ganzen Tag kalt, ne? Also ich sitze hier schon die ganze Zeit mit meiner Wärmflasche. Ich habe die Heizung mega aufgedreht, weil ich so gefroren habe. Und dann war es irgendwann zu warm und ich hatte Hitzewallung. Was los heute? Was los? Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag, es ist 2:30 und ich habe Feierabend. Yay! Und ich freue mich besonders darüber, weil ich mir nämlich morgen auch frei machen werde. Ich habe ja die letzten Wochenenden immer wieder gearbeitet und brauche noch so einen Ausgleichstag, weil auch nächstes Wochenende ich Freitag, Samstag, Sonntag arbeite. Also Freitag ist sowieso immer, keine Ahnung, ob ich den jetzt aufgezählt habe. Und deswegen mache ich mir jetzt auf jeden Fall den Freitag frei und den Montag wahrscheinlich den halben Tag. Ja, und ich habe es mir jetzt bequem gemacht mit einem Kaffee und werde jetzt nochmal die letzten Seiten von Das Goldene Garn lesen, weil nämlich auf Silberner Fährte schon bei mir eingezogen ist und Jenny und ich lesen zusammen und wahrscheinlich fangen wir auch schon heute an und deswegen will ich nochmal kurz so ins Setting reinkommen. Hi ihr Lieben, heute ist mein Feiertag, es ist 9:15 und ich sitze mit meinem Kaffee und ich muss euch unbedingt das neue T-Shirt zeigen, das ich habe. Ist nicht mega süß mit den Katzen und den Büchern? Ich finde, das passt jetzt perfekt zu mir mit unseren 2 Katern. Das habe ich von What's Up Johnny und ich wollte euch auch noch was anderes zeigen, was ich von What's Up Johnny habe. Nämlich die
geilen Socken. Sind die nicht mega? Ich finde sie richtig, richtig cool. Ich liebe diesen Retro-Aspekt. Ich versuche sie euch nochmal gänzlich zu zeigen. Falls ihr Lust habt, jetzt auch shoppen zu gehen bei What's Up Johnny, kriegt ihr mit dem Code LEA20 20% Rabatt. Also es lohnt sich mal zu stöbern. Der hat echt tolle Sachen. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag im Jahr neben meinem Geburtstag, nämlich Halloween. Und ich werde jetzt erstmal schreiben, ganz viel RPG. Dann habe ich noch eine Neuigkeit, die ich heute erzählen möchte und die ich jetzt auch offiziell erzählen darf. Das mache ich gleich auf Instagram. Und dann schminke ich mich, weil ich werde mich natürlich an Halloween verkleiden. Und da nehme ich euch auch gerne ein bisschen mit. Aber jetzt mal zur Neuigkeit, die ich noch erzählen wollte. Und zwar, ist so cool, das jetzt endlich zu sagen, ich bin in einer Literaturagentur aufgenommen worden. Und zwar bei Silke Weniger. Und ich freue mich sehr, weil ich endlich mit meinem Schreiben einen großen Schritt nach vorne gemacht habe und nun in einer Richtung gehe, in der ich vielleicht irgendwann mal nebenberuflich als Autorin arbeiten kann. Und bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, wie es mit meinen Texten weitergeht und so. Und ich werde euch auf diese Reise auf jeden Fall auch hier in den Weekly Vlogs mitnehmen. Aktuell kann ich euch zu meinen Texten und so noch nicht viel sagen. Aber wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst, ich beantworte euch alles gerne, soweit es halt geht. Und ja, ich bin super aufgeregt, dass ich dieses Geheimnis jetzt endlich mit euch teilen darf. Ihr könnt auch gerne auf der Seite von Weniger schon mal gucken gehen. Da gibt es nämlich auch bereits ein Autorinnenprofil von mir. Ich werde euch das auch mal unten in die Infobox packen. Ja, super exciting, Leute. Super exciting. Und die nächste Halloween-Tradition. Ich gucke immer meine liebste Buffy-Halloween-Folge.